Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Herzliche Grüße aus dem sonnigen, ganz heißen Paraguay. Und das heutige Thema folgt gleich. Es geht um so ein Haus, so ein Einfamilienhaus, was ihr hinter mir seht. So, also. Das Thema, das heutige Thema ist Hausneubau zu verkaufen und ganz konkret, es geht um nicht um dieses Haus, aber um ein ähnliches Haus. Das sind knappe 100 Quadratmeter, 8 Meter auf 12 Meter, also genau genommen 96 Quadratmeter mit 3 Zimmer, Wohn-Ess-Bereich und das Bad und eine kleine Galerie. Ich werde euch das etwas näher bringen, um das Video nicht zu lang zu machen, einfach nur einige Fakten nennen. Okay, also bleibt dran. So, wie ihr sehen könnt, machen wir in diesem Fall hier alles. Also hier wird der Zaun sein. Hier vorne, wie schon angedeutet, kommt der Swimmingpool, dahinter so ein Kincho, also Grillbereich. Da seht ihr natürlich das Haus. Und dahinter kommt das andere Stück des Zaunes oder, wie gesagt, des Mauerwerks. So, kurz ein paar Daten. Also wie gesagt, das Haus 8 Meter auf 12 Meter, also knappe 100 Quadratmeter. Und das Grundstück, das sind zweieinhalb oder fast drei Grundstücke, also knappe 900 Quadratmeter, davon ungefähr 180 Quadratmeter als Nutzgrundstück, was ja nicht zu bebauen ist, aber grundsätzlich könnt ihr das als Vorgarten zum Beispiel hervorragend nutzen. So, das Haus habe ich euch schon in vorherigen Videos auch mal vorgestellt. Hier vorne kommt so ein Grillbereich, also so ein Kincho, was das gleiche Dach haben wird, was das Haus, also Walmdach-Bungalow, wie ihr sehen könnt. Und dieser Kincho-Bereich wird genau das gleiche Dach haben, also die gleiche Form, um genauer zu nehmen. Hier vorne kommt der Swimmingpool. Da ist gerade der Trecker weggefahren und die Feinarbeit wird natürlich mit Spaten schon mal gemacht. Also hier kann man auch schon mal den Zaunbereich oder sagen wir Mauer von Zaun beobachten. Das wird mit Steinen, also hier mit Natursteinen, verkleidet. Also ich denke, es ist auch eine ganz nette Lösung. Und zwar unten seht ihr natürlich nichts. Oben kommt noch Maschendrahtzaun, also so eine Art von Maschendrahtzaun. Und von daher denke ich mir, dass es auch eine Alternative vielleicht für euch sein kann. Also das Haus ganz kurz von außen ist sowas wie Klinker. Hier vorne auf die Terrasse kommen noch Natursteine. Und von innen, wie man sieht, wird verputzt. So, da wir also sehr, sehr viele Anfragen von euch haben und sagen, Pit, macht doch einfach einen Komplettpreis oder bietet einfach nicht nur Grundstücke an, beziehungsweise nicht nur Häuser, sondern im Prinzip als Neubau freistehende Einfamilienhäuser. So, das mache ich gerne. Deshalb, wie gesagt, wir bieten euch an, in diesem Neubaugebiet, nicht nur in diesem Neubaugebiet, auch auf anderen Grundstücken, Grundstücke inklusive Hausbau, inklusive Hausanschlüsse, inklusive, falls gewünscht, natürlich Swimmingpool,
Kincho, also Grillbereich etc. Also im Prinzip komplett schlüsselfertige, ja, kann man schon fast sagen, nicht nur Haus, sondern Anlage. Okay, also falls euch das interessiert und ihr wollt gerne mitmachen, könnt mich gerne anrufen bzw. anschreiben per E-Mail und wir treten gerne in Kontakt. Okay, also falls ihr Fragen habt, bitte unten in den Kommentaren meistens aufschreiben und eine kleine Bitte noch. Und zwar, wir werden wirklich nur ernsthaft Gemeindeanfragen beantworten. Ja? Wir konzentrieren uns auf die Kunden oder auf diejenigen von euch, die wirklich bauen und kaufen möchten. Deshalb, genau wie in Deutschland, wo ich also in der Immobilienbranche gearbeitet habe, haben wir es einfach prüfen lassen durch eine Bankbürgschaft zum Beispiel. Und da wissen wir, mit wem wir zu tun haben. Von daher, wir möchten, oder ich persönlich möchte auch meine Zeit richtig für die richtigen Kunden investieren und da sein. Ja, weil es sind sehr, sehr viele Anfragen. Jetzt durch diese Situation sind viele Menschen gekommen, viele Kunden ins B, die aber nicht das nötige Kleingeld haben. Von daher, wir stehen euch absolut gerne zur Verfügung. Ich persönlich ja auch. Von daher anrufen oder per E-Mail anschreiben. Bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke, danke.